Neues Video von Savage Scooters. Heute mal was ganz Neues. Wir machen heute den ersten Dyno Day. Einige von euch hatten sich beworben, einige von euch sind eingeladen worden von mir. Wir machen heute mal so ein bisschen Vollgas auf dem Prüfstand. Wir gucken mal, wir fahren jetzt zur Halle. Wir gucken mal, was die Roller so auf der Matte haben, hätte ich fast gesagt. Also was so leistungsmäßig dabei rumkommt, wie die Roller performen. Es ist meinerseits nichts eingestellt, sondern wir werden einfach mal gucken, was so heute hier kommt. Ich kenne die Roller nicht, ich kenne die Jungs nicht. Wird also spannend. Wir fahren jetzt mal rüber zur Halle und gucken, was passiert. Herzlich. Ich sabbel heute eine Scheiße. Das gibt's gar nicht. Viel Spaß bei dem Video. So, 2 von 3 Leuten sind schon da. Und das nenne ich mal extrem gute Vorbereitung. Ne? Da werde ich als allererstes beglückt mit dem kompletten Setup. Ne? Kriege ich schon hier alles in die Hand gedrückt, sodass ich jetzt gleich beim Ausfüllen der harten Daten und Fakten mal überhaupt kein Problem habe. Da brauche ich mich nicht fragen. Das nenne ich maximale Vorbereitung. Sehr gut. Jetzt sind wir an der Halle. Es ist scheiße kalt. Wir haben den 9. Dezember. Wir werden ja ein bisschen frieren, aber ist ja auch vollkommen egal. Wir wollen ja Spaß haben. So. Richtig. Erzähl mal was zu deinem Roller. Du hast eine PX? PX 80. Ja. Hab Baujahr 85, ist ein Lusso. Mhm. Hab den, da waren 135er DR drin. Ja. Auch eingetragen. Ja. Der Klassiker, 135. Auch richtig, PX 80. Genau. Mhm. Genau. Also war ganz okay, aber irgendwann kommst du auf zu einem Drehzahlbereich, wo der dann gegen die Wand läuft. Ja, ja. Der Klassiker. Genau. Und überholen auf der Landstraße mal eben ist auch nicht. Deswegen dachte ich mir, ach komm, ich will jetzt mehr Bums haben. Habe ich ein 150er PX-Gehäuse gefunden. Mhm. Habe dann den BGM gekauft, die ganzen Komponenten dazu. 200er Getriebe habe ich mir dann gekauft. Okay, also 177er BGM, eine 60er Welle mit Langhub, Lusso-Getriebe. Genau. Und 24er Delle oder Spacko? Ich glaube Spacko. Spacko, ja, okay. Nee, ist genau. BGM Fasterflow, dann ist es ein Spacko. Okay, alles klar. Genau. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was das Ding kann. Ja, ich muss sagen, der fährt gut und je höher die Drehzahl kommt, desto mehr Bums hat er. Mehr Bums hat der. Also okay. Den dritten habe ich laut Lusso-Tacho bis 110 gedreht. Wir gucken gleich mal, was die Rolle genau sagt. Die sagt nämlich GPS, was wirklich richtig passiert. Im ersten Gang habe ich am ersten Mal Vollgas gegeben, da ist das Rad hochgekommen vorne, da habe ich mich erschrocken, habe ich nicht mit gerechnet. Ich bin gespannt, also wir gucken mal, was er sagt. 15 PS wäre schon geil. Okay, 15 PS? Ja. Okay, ja, könnte, also ich würde sagen, meine Schätzung ist so zwischen 16 und 18. Okay. So, mal gucken. Ne? So, dann legen wir mal los. Das Hinterrad ist auch 3 Bar aufgepumpt. Wunderbar, perfekte Voraussetzung. Jetzt wird's laut. Legen wir mal los. Also ich korrigiere, ich denke schon, dass wir 18 PS haben. Das hört sich ganz gut an. Ne? Auf zum ersten Lauf.
Vorbei. Was ist passiert? Ausgegangen. Warum? Keine Ahnung. Tankentlüftung. Echt? Tankentlüftung. Der Tank ist zu dicht. Da kriegt man nicht hin. Wahrscheinlich von dem Deckel, der gepulvert worden ist. Ja. Du hast keine Tankentlüftung. Der Deckel ist komplett dicht. Und wenn du keine Tankentlüftung hast, dann saugt der so ein Ex. Was heißt, der saugt nicht, aber der Sprit läuft nach und irgendwann kommt nichts mehr und dann ist vorbei. Kriegen wir aber hin. Ja? Okay. Ihr seht, so läuft das halt auf dem Prüfstand. Der Roller performt ganz gut, aber wir haben keine Tankentlüftung. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine Tankentlüftung und dann sollte das funktionieren. So, was wir festgestellt haben, ist, dass der auf einmal ausging auf dem Prüfstand. So, und der hat überhaupt keinen Sprit mehr bekommen. Jetzt war die Frage, warum kriegt er keinen Sprit mehr? Haben kurz gewartet. Dann habe ich nochmal angetreten und gemerkt, der Sprit läuft nach. Dann kann es eigentlich nur die Tankentlüftung sein. Aber das Interessante an der Sache ist, ihr seht an der Kurve, dass der nach dem Peak im Grunde direkt kollabiert. So, das bedeutet, es entsteht richtig viel Unterdruck im Tank, sodass der Sprit nicht mehr nachlaufen kann und der extrem abmagert. Das heißt, mit dem Setup wäre das wahrscheinlich komplett in die Hose gegangen. Die fehlende Tankentlüftung hätte mit Sicherheit dafür gesorgt, dass dein Motor auf kurz oder lang gestorben wäre. Weil du hättest den immer thermisch, je schneller du oder je häufiger du in den Vollgasbereich gegangen wärst, hättest du den in ein thermisches Problemfenster gekriegt und dann wäre dir irgendwann der Kolben aufgegangen und hätte er geklemmt. Mhm. Ne? Also das ist, jetzt gucken wir jetzt mal die Tankentlüftung und jetzt gucken wir, wer sich darstellt und jetzt machen wir mal den nächsten Schuss. Okay. So, auf zur nächsten Runde. Das heißt CDI oder was? CDI oder Grundplatte. Würde ich aber nicht sagen, ich glaube, die CDI hat eine Macke. Okay. So, pass auf. Wir machen den Roller jetzt runter. Mhm. Wenn du willst, kannst du die mal eben dranhängen und gucken, ob einfach nur dranhängen. Umstöpseln, den musst du mal eben umstecken, dann können wir mal gucken, ob sie anspringt. Mhm. Ne, dann weißt du genau, ob es die CD ist, weil die läuft. Okay, ja? Egal hier, ob das hier abisoliert ist oder nicht. Ja, das ist egal. Egal. So. Aber ihr seht, so läuft's. Also, der Roller hat Zündprobleme. Wir können leider nicht weiter testen, wir würden es gerne machen. Er hat 21, irgendwas PS geworfen, aber er zeigt nicht so das, was er eigentlich wahrscheinlich könnte. Das Problem mit dem Sprit haben wir jetzt gelöst. Aber jetzt zündet er nicht mehr so, wie er soll. Jetzt werden wir mal einen anderen Roller draufstellen und mal gucken, ob wir den noch auf die Schnelle irgendwie repariert kriegen. Und dann schauen wir mal, ob es weitergeht. So. So, wie ihr seht, du kannst ja mal umschwenken. Da wird fleißig geschraubt. Ja. Den ersten Roller wird tot gemacht. Nein, wir nicht. Also entweder Zündaussetzer oder CDI kaputt. Wir gucken jetzt mal genau, was es ist. Die Tankentlüftung war auf jeden Fall gar nicht gegeben. So, Andreas. Jetzt deiner dran. Den nächsten nehmen wir einen Arsch machen jetzt. Nein, erzähl uns was. Was hast du mitgebracht? Ja, das ist meine Jugend-Vespa. Ich bin schon ein paar Tage älter. Die habe ich schon über 30 Jahre. Bin die viele, viele Jahre original gefahren mit 200er Motor. Und habe jetzt einen 221 Polini drin. Mhm. Drehschieber basierend, 60er Welle. Aber Standard-Vergaser. Auspuff?
Auspuff ist eine Polini-Box. Okay. Sehr auf Drehmoment gebaut. Okay. Macht auch sehr zu aufgrund der Polini-Box. Und ich bin gespannt, was heute passiert. Okay. Hast du schon mal auf dem Prüfstand gestanden? Hast du schon mal? Ich habe schon mal vor 2,5 Jahren auf dem Prüfstand gestanden. Da waren es 21 PS. 21 PS. Also 21 PS. Gut, okay. Dann werden wir jetzt mal Andreas aufschneiden und dann gucken wir mal, wie lange der hält. Beziehungsweise wir gucken mal überhaupt, was passiert. Also genau. Auf geht's. Hast du gerade gesagt, was ein Elend? Was ein Elend. Was ein Elend. Das ist die Kamerafrau Mosert schon. Jetzt hat sie mal 12 Minuten die Kamera rein, die schon am Mosern nimmt. Jetzt sind denn das hier? Arbeitseinstellung. So. Also, Andreas, sein Roller steht auf. Polini 210 oder 221? 10. 210 mit 60er Welle. Das wird spannend. Vor allen Dingen mit dem Setup. So. Was schätze? Gibt man eine Schätzung ab? 20. 20 PS ja. Ist die Schätzung. Ja, also der müsste 18 bis 20 müsste er so aus dem Stand drücken. Das, was du so verbaut hast, ich glaube, da ist Potenzial für mehr, aber wir gucken mal, was passiert. So. Also, der Polini. Man merkt, dass er furchtbar unruhig läuft in der mittleren Schieberstellung. Man sieht regelrecht, wie der Motor sich gegen die Gasannahme wehrt. Der springt richtig. Was auffällt ist,
Der läuft wie ein Sack Nüsse. Mhm. Je höher du drehst, desto besser wird's, mhm. weil du ab einer gewissen Drehzahl die Überschneidung von Nebendüse zur Hauptdüse hast. Also wenn die mhm. Hauptdüse beginnt zu übernehmen, mhm. dann wird es besser. Wird es besser, okay. So, das heißt, im Hauptdüsenbereich so mit deinem Setup wäre jetzt... Ist okay. Das sieht okay aus. Wir holen uns jetzt mal die Kurve ran. Beim Polini haben wir das Thema, dass die Steuerzeiten sehr gering sind. Mhm. Das heißt, du hast per se keine Möglichkeit, weit auszudrehen. Ja. Das heißt, dein Leistungspeak liegt hier bei 6600 Umdrehungen. Das ist für einen Polini genau so, wie er performen muss. Also das passt. Ja. Ja. Das Bild der Kurve sieht auch recht harmonisch aus. Das fügt sich auch gut zusammen. Mhm. Du hast ein permanent ansteigendes Drehmoment. Das bei 6000 peakt mit 23,3 Newtonmeter. Das ist auch gut. Mhm. An sich läuft er sehr harmonisch. Aber wie stellt sich das denn beim Fahren da, wenn du fährst? Hast du denn dieses Gefühl, dass der, wenn du, sagen wir mal, im dritten Gang oder im vierten Gang bei 50 oder ja. 60 fährst? Es ruckelt. Das ist so ein permanentes, leichtes Ruckeln, was ich dann meistens umgehe, indem ich in den Gängen etwas variiere, dass ich etwas höher drehe. Okay. Das ist an der Stelle. Sonst fährt er aber, wie du das genau sagst, eigentlich sehr harmonisch. Aber dieses Ruckeln hat... Ja. Was mir auffällt, ist, dass er... eigentlich ein bisschen mehr hier oben, ein bisschen mehr Breite haben könnte. Ja. Das ist für den Polini schon noch typisch, dass er hier oben ein bisschen mehr Breite ja. hätte. Ich glaube, dass der von der Grundversorgung her, was Luft und Sprit anbelangt, was hast du für eine Hauptdüse drin? 135. Ich glaube, da hätte man durchaus noch Potenzial, was zu tun. Mhm. Ja, also der lässt sich auf der Straße bewegen. Mhm. Ist der Vergaser in irgendeiner Form bearbeitet oder ist der relativ nackt? Der ist relativ nackt. Also wie gesagt, der ist aufgebohrt, das ja. haben wir gemacht. Da ist ein, oben der Deckel ist etwas größer, das glaube ich von der Cosa. Mhm. Obendrauf, das ist gemacht und sonst, das war's. Okay. Nadelsitz nicht bearbeitet, gar nein. nichts. Okay. Nein. Also nein. da ist nein. auf jeden Fall noch Potenzial zu holen. Ja. Okay. Und vor allen Dingen die Düsen, da könnte man doch schon noch ein bisschen was holen. Mhm. Also, okay. In der Grundharmonie ein schöner Motor, läuft stabil. Polini ist halt von der Qualität her gut. Da machst du grundsätzlich ja. nichts verkehrt mit. Ja. Sollte so gut performen. Ich glaube, dass wir da durchaus noch ein bisschen mehr, dass da noch ein bisschen mehr drinsteckt. Da könnte mhm. man auf jeden Fall noch was machen. Mhm. Ansonsten ganz typisch, Polini steigt früh ein. Ne? Der hat also schon 21 Newtonmeter nach dem Standgas. Es sehr passiert schön. Auch nicht viel. Ne? Du hast hier... Genau, es ist permanent gleichbleibend genau, eigentlich. Ne? Eigentlich relativ ja. variierst ja. um 2 Newtonmeter. Ja. Das ja. passt. Grundsolide Mopete, springt dann auch nach dem 64. Kick mal an. Ne? Aber manchmal. Dann, ja, nein, aber das ist okay. Alles gut. Ist halt der Kälte geschuldet. Jetzt gucken wir mal, wie die reparierte CDE, also ich habe gehört, dass der Roller wieder ansprang ja. sofort. Ne? Ja, also Diagnose defekte CDE war schon ganz richtig. Gut, super. Dann würde ich sagen, drucke ich dir das gleich aus mhm. und dann, ja, denke ich, kannst du soweit eigentlich ganz zufrieden sein mit deiner Kiste. Naja, ich hoffe ja noch auf eine Optimierung durch dich. Da ist ja wahrscheinlich ein bisschen Luft noch drin. Nach oben. Können wir dran gehen. Genau. Gut, super. Alles klar, auf zum nächsten. Alles klar. Hast du repariert? Habe ich repariert. Gut, also... Lag an der CDI. Gut, okay. Dann würde ich sagen, hast du was dagegen, wenn wir ihn nochmal eben auf den Prüfstand... Ja, ja, so, gut, ja. Dann packen wir jetzt nochmal drauf. Wir haben jetzt mal eine Schnellreparatur gemacht. Ich habe ihm eine CDI gegeben, die hier noch lag, wo ich weiß, dass sie funktioniert. Dann bauen wir den jetzt nochmal auf den Prüfstand. Gucken wir nochmal, weil... gucken, ob er jetzt performt und vor allen Dingen gucken auch nochmal, ob das mit dem Abmagern bzw. mit dem sag schnell, mit dem Vakuum im Tank, ob wir das Problem jetzt gelöst haben. Und dann schneiden wir den jetzt nochmal auf. So, dann gucken wir mal, ob jetzt wieder geht. Ja. Zweiter Versuch, wir schauen mal, ob der Bock jetzt läuft und ob und inwiefern wir da die Leistung reproduzieren können oder was wir jetzt sehen, vor allen Dingen auch mit dem Tank. Nächste Runde. Genau.
So, ja. Hat gehalten. Ja. Zündfunke war da, Sprit war da, er ist trotzdem zu mager. Okay. Zeige ich dir auch warum. Okay. Du musst ganz dringend tatsächlich an den Vergaser ran, weil du siehst hier, wie nervös der wird. Ne? So. Der hat immer wieder, du hast eben die Kurve von zum Beispiel vom Andreas gesehen, wie sauber und wie gerade die ist. Also der hat einen permanenten Leistungsvortrieb. Du hast hier immer mal wieder eine Einbrüche drin. Das Ganze wird jetzt durch diese Kurve geglättet, aber du hast ja beim Lauf gesehen, wie die Kurve sich aufgebaut hat. Genau, das war so ein Berg und Tal. Vor allem im vierten Gang. Vor allen Dingen im vierten Gang. Warum im vierten Gang? Weil er im vierten Gang Last aufs Hinterrad kriegt und lange braucht, bis er in seine Drehzahl reingeht. Und wenn du mal reinguckst auf die Geschwindigkeit, wir haben hier bei, na sagen wir bei 90 bis 100 km/h, fängt er erst an, richtig Leistung aufzubauen. So, jetzt hast du das Problem, dass du Gegenwind hast. Fahrergewicht ist jetzt ja nicht so wahnsinnig hoch, aber du hast Gegenwind und wenn dann noch ein leichter Berg kommt, das könnte sich per se ein bisschen schwerer tun. Mhm. So, und jetzt hast du noch das Thema, dann guck mal hier oben, der will nicht mehr, der kommt auf den Leistungspeak hoch und dann kackt der komplett zusammen. Das kann von den Einlasszeiten her nicht unbedingt sein. Der ist viel zu mager. Okay. So, und der will einfach nicht. Der will nicht oben raus, die Hauptdüse ist definitiv viel zu klein. Was hast du für eine Hauptdüse drin, sagst du? 128. Bei dem, was du gefräst hast, wir müssen dazu sagen, der Auslass ist noch gefräst. Bei dem, was du gemacht hast, das Ding ist hoffnungslos zu mager. Okay. Das heißt, hier muss definitiv was passieren. Hauptdüse auf jeden Fall größer. Die Nebendüse passt auch nicht. Das siehst du nämlich hier an den Einbrüchen. Okay. Ja. Auch zu mager? Ja, klar. Viel zu mager. Weil die Nebendüse, die liefert, du musst dir vorstellen, alles, was an Sprit in den Vergaser reinkommt, muss alles erstmal durch die Hauptdüse. Das, was die Nebendüse zur Verfügung stellt, muss auch durch die Hauptdüse. Das ist, ne? Du baust den Kanal auf und dann hast du den Haupteintrittsloch, ist die Hauptdüse. Alles, was an Sprit im Vergaser verwurstet wird, muss durch die Hauptdüse. Ja. Und wenn du quasi schon mit einem Kabelbinder auf der Vorhaut in Puff gehst, dann kann das nichts werden. Okay? Also so muss man sich das am besten vorstellen. Das heißt, die Nebendüse kann in dem Bereich gar nicht arbeiten, deswegen bricht die immer wieder ein und der ackert sich dann hoch. Der Motor hat auf jeden Fall Klemmpotenzial. Der wird ja, wenn du den hart rannimmst auf der Straße, so, das ist warm draußen, dann wird er noch ein bisschen anfetten, aber die Luftfeuchtigkeit wird steigen, weniger Sauerstoff in der Umgebungstemperatur, in der Umgebungsluft und so weiter, je wärmer es wird, wird dir klemmen. Der macht dir eine gewisse Zeit viel Spaß bei dem Wetter jetzt. Du siehst halt auch, kannst halt auch im dritten Gang gucken. Da haben wir es. Die Leistungen sind einigermaßen parallel bleibend, ne? Also dritte, vierte Gang. So. Der dritte Gang sieht noch ein bisschen besser aus, aber da kommt nichts mehr. Der brach komplett voll zusammen. Mhm. Ne? Also der kommt auf den Leistungspeak hoch und dann schießt der komplett nach unten. Okay. Und das ist definitiv zu mager. Das kann man gut an dieser Kurve erkennen. Alles klar. Ja? Also, kleiner Tipp von mir, der Motor macht bestimmt Spaß. Du siehst auch, dass das hier eigentlich ein relativ linearer Anstieg ist. Mhm. Ja? Trotz der gefrästen Steuerzeiten. Weißt du die aus dem Kopf, was du hast? Nee. Weißt du nicht? Mein Tipp wäre, komplett umzubauen. Das heißt, die Fußdichtung weg und den Zylinder tiefer zu packen. Okay. Guckst du, was du oben rum machen kannst, wegen der Zylinderkopfführung, dass der Zylinderkopf geführt bleibt und dann die Steuerzeiten ein bisschen zu vermitteln. Hast du untenrum auf jeden Fall viel mehr Spaß, weil wir reden jetzt hier über... Bei 55 km/h hast du 14 Newtonmeter. Ja. So. Und der BGM kann eigentlich deutlich mehr unten rum. Ne? Mhm. So, wenn du den im dritten Gang bespielen willst und richtig Party haben willst, dann hat der bei 95 so 19 Newtonmeter. Da gibt es andere Rahmenparameter, die dem Zylinder deutlich besser entsprechen. Okay. Oder du machst einen anderen Auspuff drauf, aber dann wird diese ganze Charakteristik deutlich schärfer. Ja. Ansonsten fährt er sich auf den Prüfstand, also du merkst, wenn er beißt, du merkst, wenn er kommt. Ja, dann will er auch, aber das ist halt ein Roller, den musst du dauernd auf Drehzahl bespielen. Richtig. Zweite Gang, dritte Gang. Richtig. Und wenn du im vierten Gang mal eine Steigung hast und gehst vom Gas, dann musst du den dritten wieder runter, richtig, damit er die Kraft hat. Und das ist halt schade, weil du per se mit Box fährst und die Box dich eigentlich in einem anderen Bereich deutlich besser performen lässt. Das ist schon okay. Ich meine, 21,5 PS aus einem BGM, das ist super. Das ist halt, setzt halt natürlich Fräsarbeit voraus, aber... kann man besser auf die Straße bringen. Okay. Okay? Alles klar. Alles klar. Schön, dass du da warst. Ja, gerne. Gut, nächster. So, letzter Roller für heute. Guido. Du bist der Guido. Genau. Ja, ich musste so viel Namen merken. Du hast einen geilen Pulli an. Schöne Grüße an Wolfgang vom Crazy Monkey. Ne? Das ist nämlich Run CMD. So.
Sag uns mal was zu deinem Schatz. Der sieht ja schon sehr geil aus und ich habe auch gesehen, vergasertechnisch hast du deckelmäßig ist schon was drauf. Genau. Das könnte interessant werden. Was also hast du denn drauf? Venturi drin und da ist hier so ein Auerdeckel, ein größerer Big Box. Jawohl. Malossi Sport mit 60er BGM. Mhm. Welle, Polini Box. 24 oder 26 Vergaser? 24er. 24 Vergaser. Abgeblitzt? 18 Grad. 18 Grad? Ja. EGT, funktioniert das? Ja. Das zeigt an? Also ich habe hier, ja, hier Ausschlag oben im Komma, genau. Okay. Kleiner Tipp, wenn ihr ein EGT verbaut, sollte der Sensor vom EGT ungefähr 12 cm vom Kolbenhemd weg sein, ne? Ungefähr, grobe Richtung. Dann habt ihr ein gutes Messergebnis. Okay, PX Alt, ne? PX was für ein Baujahr? Alt, genau, da ist 83, die habe ich mir 1989 gekauft, seitdem habe ich das Ding. Oha! Und verchromter Lenkerkopf. Ja, das ist, weißt du was, da war noch viel mehr Chrom da. Das habe ich schon alles umgebaut. Jetzt hier. Und ja. Ich komme ja hier aus der Nähe aus Köln, ja, bei Hürth und auch hier Scooter Center, natürlich hier mein Hauslieferant und schön. Scheibenbremse hier, das ist ganz wichtig hier. Einer der ersten hier alten Scheibenbremsen hier. Ach, noch der Topf, ne? Genau. Die Grimecker, ja. Oh, auch in den 90er Jahren schon verbaut hier, ne? Ach du Scheiße. Ja, das ist, für die, die es nicht wissen, der alte Grimecker-Topf, der ist so richtig montagefreundlich. Richtig, genau. Da kannst du dir auch 5 Unterarme wachsen lassen und 36 Unterarmsgelenke. Macht trotzdem keinen Spaß. BGM-Fahrwerk, sehr schön. Ja, tiefer, 3 cm tiefer. Aha. Und, ist der so lackiert gewesen? Oder hast du den habe ich selber lackiert. Okay. Da habe ich damals noch... Bist auf Baustelle gewesen quasi. Genau, der war vorher rot gewesen. Okay. Ja. Schön. Nein, sieht gut aus. Und Malossi Sport, was schätzt du, was du an Leistung hast? 20 PS hat. Naja, ich sag mal so, wenn er gut eingestellt ist, sollte er hier schon zwischen 20 und 22 PS in dem Setup drücken. Ich kenne jetzt natürlich die Bedüsung nicht. Ist eine 140er Hauptdüse drin, 58, 160. Nebendüse? Düse, genau. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was läuft. Mal gucken, wa? Ja, okay. Auf geht's, aufschneiden. Ja. Ach, guck mal hier. Das ist, hast du noch vor Ablitzen? Sehr gut, vorbildlich. Hier schön mit Umschlagsmessung, allem drum und dran. Sehr gut. Okay. Dann bitte ich die Damen und Herren, den Gehörschutz aufzuziehen und starten in die erste Runde. Ach, Moment. Was wir natürlich vergessen haben, ich muss erstmal die Daten ins System eingeben.
läuft gut, aber oben raus viel zu mager. Ich sag dir auch warum. Wenn du mal schaust, der steigt auf die Peakleistung und kollabiert sofort. In jedem Gang. Du kommst hoch, bumm, bumm, bumm und hier hinten raus. Und ich habe das gemerkt, als ich aus dem Gas gegangen bin, habe ich die Abgastemperatur beobachtet. Die Abgastemperatur ist sehr lange relativ hoch geblieben und ist dann nur ganz langsam runter. Und du hast es auch gehört, als ich so auf den Motor gezeigt habe, hast du gehört, dass er ding, 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 ding. Der wollte nicht zurück in den Leerlauf. Das heißt, der läuft so mager oben raus, wenn du richtig ans Limit gehst, also sprich Vollgas in die Hauptdüse reingehst, läuft der oben raus mit der 140er Hauptdüse viel zu mager. Ja? Jetzt ist die Frage, kriegt er genug Sprit oder ist die Hauptdüse zu klein? Die Hauptdüse, weiß ich, bei diesem Setup ist viel zu klein. Viel zu klein. Da rede ich über ganz andere Hauptdüsen normalerweise. Du merkst das auch im dritten Gang, das kann ich dir auch nochmal zeigen hier. Der Peak, das hier hinten kommt zwar relativ sauber raus, ja? Aber wenn ich die Leistungen wiederhole, ich hoffe, man kann das im Video gut sehen. Wenn ich die Leistungsmessung wiederhole, steigt er zum Peak immer gleichmäßig an. Das heißt, die Nebendüse arbeitet relativ gut. Dann kommt er in den Leistungspeak und dann ist er bei jeder Messung in der Leistung hinten raus immer schneller kollabiert. Das heißt, es ist das, was ich dir bei der Messung gesagt habe. Achte mal drauf. Ich gucke mal, ob ich das übereinander legen kann. Wir schauen mal, ob das sichtbar ist. Pass auf. So. Jetzt kann man das hier relativ schlecht sehen. Weil die Kurve natürlich durch die Korrektur von der Software wird die Kurve gerade gezogen. Aber als beim Live-Messen habe ich gesehen, dass nach jeder Messung im dritten Gang der Absturz immer steiler wurde. Das heißt, er bekam, je mehr Temperatur reinging, desto steiler wurde der Absturz hinten. Das wird jetzt hier geglättet durch die Software. Die Software zieht das gerade, damit du diese Hubbel nicht drin hast. Ja? Aber ich habe es beim Messen gemerkt, der läuft in der Hauptdüse viel zu mager, weil er je mehr Temperatur, je mehr Anspruch reinkommt, desto magerer wird er und desto schneller kollabiert die Leistung hinten raus. Ja? Also da musst du nochmal bei. Ja. Und ansonsten in der Nebendüse mal schauen, vielleicht ein bisschen fetter zu gehen noch. Ja? Ja. Ansonsten bist du schon nah dran mit der Bedüsung, mit der Zündung könntest du auch noch ein bisschen spielen. Was ist das für ein Zylinder? Ist das ein aktuelles Modell oder ein 2016er? Komm ein bisschen näher. 2016er ist das. 2016er? Gut. Dafür läuft der wirklich schon ganz gut. Also der ist out of the box hier, ne? Da ist also nichts dran gefräst oder sonst was hier. Ich weiß ja nicht hier. Dafür läuft der wirklich gut. Ja. Aber du musst, um den dauerhaft haltbar zu machen, musst du auf jeden Fall nochmal ran. Also Hauptdüse muss was passieren. Ja. Nebendüse muss was passieren. Ich würde noch ein paar andere Eingriffe einnehmen. Den Vergaser sollte man sich angucken. Also ich denke mal, der ist auf 2 mm aufgebohrt hier unten hier. Zur Hauptdüse. Richtig, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob das ausreichend ist hier. Ich persönlich habe einen anderen Ansatz, aber es geht ja heute nicht um mich und um meine Vergaser, sondern es geht einfach darum, um mein Ist-Bild zu zeigen. Du hast jetzt mal eine Standortbestimmung und du weißt in etwa, wo du stehst. Ja? Und dass du da auf jeden Fall. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich halt jetzt schon hier über 20 PS habe. Doch, der läuft wirklich gut. Ja. Und der ist auch untenrum, du hast ein relativ breites Drehmomentfeld. Ne? Also wenn du mal guckst, du hast bei 4700 Umdrehungen hast du schon 24 Newtonmeter hast eigentlich ein Drehmomentplateau. Ne? Das ist eigentlich sehr gut. Also das ist das, was ja zu leisten imstande ist. Leistungsmäßig glaube ich nicht, dass man noch viel mehr kitzeln kann. Jetzt geht es einfach darum, um ihn sicherer zu kriegen. Und das schaffst du nur, wenn du jetzt noch mit den Düsen ein bisschen arbeitest. Ja. Das EGT war ein guter war für mich eine gute Informationsquelle, weil ich gesehen habe, dass er sich wirklich schwer getan hat, nach einer harten Beanspruchung im dritten oder im vierten Gang auf Leerlauf zurückzukommen, weil der sehr heiß war. Der war wirklich sehr, sehr heiß. Und der ist dann auch nach dem dritten, vierten Lauf, ist der auch relativ hoch mit dem Standgas gegangen. Ne? Das hast du auch gehört, der Ding. Also da ist auch das Leerlaufgemisch, was dringend angepasst werden müsste. Ne? Ansonsten, schöner Roller, läuft gut, macht bestimmt Spaß. Ja. Ne? Alles klar, schön, dass du da warst. Ja, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Ja. Und erste Mal jetzt hier auch so einem Leistungsprüf, hatte ich schon. Schön. Ja, es gibt einfach auch mal eine Aussage, wo du stehst mit dem Motor, ne? Was du für ein Potenzial hast. Und vor allen Dingen kannst du auch ein bisschen was an den Kurven sehen. Und du kriegst auch noch mal eine Erklärung, was, wo, vielleicht noch an welcher Stellschraube du noch mal drehen kannst. Ne? Ja, ich bin da nächsten Motor am Bauen jetzt. Nächste kommt der Quattrini. Es geht immer weiter. Geht immer weiter, leider. Okay, ja, das war der Dino Day. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es Mordspaß gemacht. Wir haben natürlich auch direkt ein paar Ausfälle gehabt, gehört dazu. Aber wir konnten eigentlich soweit alles komplett, vor Ort lösen. Ja? Und würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dann meldet euch bei mir. Ihr könnt gerne vorbeikommen, dann machen wir das Gleiche mit euch. Würde sagen, das war's dann für heute. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ja? Nochmal rüberschwenken.
Das waren die Damen und Herren vom heutigen Dino Day. Wenn euch das gefallen hat, gerne Daumen nach oben, Abo, wohlwollender Kommentar ist auch sehr gern genommen. Ansonsten bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee. Tschüss.